Am 16. Mai fand bereits zum 9. Mal der alle zwei Jahre stattfindende Jungtextiler-Kongress statt. Die 160 Teilnehmerinnen trafen sich heuer im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Der Kongress, der in Zusammenarbeit des Verbandes der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie, Swiss Textiles, Wirtschaftskammer Vorarlberg und Südwesttextil organisiert wird, hatte den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche. In der Zukunft muss sich Folgendes ändern, und zwar man muss qualitative Kleider herstellen und sie sollten halt wirklich lange leben, dass man sie auch weitergeben kann in Secondhand. In ihrem Vortrag zum Thema vom Hundehaar zum Pullover präsentierte Franziska Uhl ihre Idee zu nachhaltiger Produktion von Textilien. Wir haben 90 Millionen Hunden in europäischen Haushalten, davon sind ungefähr 35% Hunde mit Unterwolle. Und dann haben wir uns gefragt, warum nicht diese innereuropäische Faseralternative nutzen, um daraus Textilien herzustellen. Die müssen wir nicht importieren, die laufen an unserer Haustür sozusagen vorbei. Und das war für uns die nachhaltigste aller Lösungen, die wir so finden konnten. Uns wird oft gesagt, wenn Personen das Produkt in der Hand halten, dass es sich ein bisschen anfühlt wie Kaschmirseide oder eben halt wie eine hochwertige Angorafaser, also so eine feine Luxusfaser, die man sonst so kennt. Nur dass es eben keine Ziege oder kein Schaf ist, sondern halt ein Hund, der dafür gebürstet wurde, genau. Für die Produktion dieser Textilien aus Hundehaar werden nicht extra Hunde gezüchtet. Die Wolle stammt ausschließlich aus Spenden von Hundehaltern. Daher ist diese Art der Kleidung auch für vegan lebende Menschen eine Alternative. Der zweite Vortragende, Alexander Pinker, referierte zum Thema Web 3.0, Zukunft der Textilbranche, zwischen Nachhaltigkeit und virtueller Modeschau. Er zeichnete in einem spannenden Vortrag ein Bild der digitalen Zukunft. Die Textilbranche hat eigentlich so viel Potenzial. Das ist eine Industrie, die ist eigentlich immer dabei. Nicht nur eine der ältesten Industrien, die wir überhaupt haben, sondern auch eine, die immer mitgegangen ist. Das heißt, Nachhaltigkeit, aber jetzt auch in der digitalen Welt gibt es so viele Potenziale. Das heißt, dass sie wirklich neue Möglichkeiten, wie es Metaverse greifen, dass sie wirklich neue Ideen finden, wie sie klimaneutral arbeiten und interagieren können. Egal ob analog oder digital, Textilbranche hat so dieses schöne Bindeglied, so diese schöne Verwebung innerhalb, um beim Wort zu bleiben. Und ich glaube, da ist viel Potenzial, wo die Industrie, wo die Textilindustrie einfach gestalten wird. Im ökologischen Fußabdruck gibt es ja viele Möglichkeiten, wo die Textilindustrie einfach Fuß fassen kann. Das heißt, dass sie die Kreislaufwirtschaft aktiv reinnehmen, dass sie wirklich Rebound reinnehmen, dass sie wirklich was erschaffen, was vorher nicht da war. Auch ein bisschen anders prototypen und Stoffe ausprobieren, indem sie zum Beispiel digitale Möglichkeiten mit dem digitalen Zwilling nutzen, um zu schauen, funktioniert der Stoff, passt er überhaupt dazu und dann damit sehr viel Energie, aber auch sehr viel Rohstoff zu sparen. Um dann das beste Produkt mit Hilfe von Digitalisierung, aber auch mit klassischen Werkzeugen und klassischen Methoden zu erschaffen. Nach der Mittagspause, in der die Teilnehmerinnen aus den drei Ländern Zeit hatten, sich auszutauschen, wurden sie in Gruppen durch das Textil- und Industriemuseum geführt. Die ausgestellten Maschinen des Museums sind alle noch in Betrieb. Die damit gefertigten Produkte werden im Museumsshop verkauft. Die jugendlichen Teilnehmerinnen zeigten sich beeindruckt, wie ihre Berufsgenossen früher gearbeitet haben. Also mir hat die Führung bis jetzt ganz gut gefallen und am meisten hat mich das Projekt mit den Hundehaaren angesprochen und ich bin auch jetzt gespannt, wie es weitergehen wird. Für mich total interessant war die Nachhaltigkeit, was man aus den verschiedenen Materialien, was wir zur Verfügung haben, was für andere jetzt zum Beispiel Abfall ist, was wir dort draus machen können. Wir haben jetzt gerade einen Vortrag angeschaut über Hundewolle und wie man die Hundewolle recyceln kann und dort draus neue Materialien macht. Oder es gibt ein Ausstellungsstück über Orangenschalen, wie sie da Materialien draus machen. Und das ist eigentlich für mich das Interessanteste. In den Textilunternehmen sind die Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bereits angekommen. Schon während der Ausbildung der Jungtextilerinnen kommen sie ständig mit diesen Themen in Berührung. In verschiedensten Projekten wird auch das Thema Recycling großgeschrieben. Wir bei der Firma Schöller arbeiten schon Richtung zukunftsorientierte Faser und eben dieses Cradle to Cradle. Wir machen zurzeit ein Garn, wo recyceltes Polyester drin ist. Und dieses Polyester besteht aus recycelten Flaschen. Und es gibt schon manche, die haben das Produkt schon gekauft, wie zum Beispiel viel in der Autoindustrie. Wir arbeiten auch mit vielen verschiedenen Unternehmen, also Partnerfirmen von jedem unserer Jahrgänge zusammen, die auch schon ihre Stoffe, sagen wir so, naturfreundlich herstellen und auch darauf schauen, dass sie Fair Trade sind, also zum Beispiel Baumwolle, dass sie aus
Betrieben oder sagen wir so landwirtschaftlichen Betrieben kommen, wo fair bezahlt wird dafür und darauf auch geachtet wird. Der 9. Jungtextiler-Kongress zeigt an einem traditionsreichen Ort neue Wege auf, die mit Motivation und Begeisterung begangen werden. Die vorgestellten Projekte sollen zu Ideen anregen und die Horizonte erweitern. Die Teilnehmerinnen und Organisatorinnen sind sich einig, jeder muss seinen Teil gegen den Klimawandel beitragen.